letzten Stream mit Python. Da war durchaus was im letzten Stream mit Python, was nicht ganz so positiv ablief am Ende des Tages. So. Dann schnappen wir uns jetzt noch dieses äußerst mächtig. Ah, ich habe keinen Boost. Scheiße. Ich habe keinen Booster Energy. Weil ich Idiot ja einmal den nicht angesprochen hatte, ne? Der Stream geht noch ein bisschen, hätte ich. Ja, oder weiß ich gar nicht. Ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Trägt er einen Booster Energy? Dann nevermind. Da habe ich nichts gesagt. Ich weiß nur, was ich nämlich einmal reingekackt habe. Einmal nur Python oder anders. Ja, Rivalen machen wir noch auf. Ja, Rivalen machen wir noch. Schauen wir mal, was. Maybe machen wir sogar Orden 6 auch noch. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen, Freunde. Alter. Einfach nur. Das Problem ist nämlich, ich habe halt einen Ligakampf um freaking 21.30 Uhr. Was sehr spät ist. Weil Rex leider nicht anders kann. Da ist auch so ein bisschen das Ding, ich muss irgendwie die Zeit bis dahin überbrücken. Also von dem her geht der Stream, glaube ich, jetzt noch ein bisschen. Alles, was nicht zwei. Nee, ich sag alles, was nach 21 Uhr ist, bin ich gar kein Fan von. Weil meine Freunde, also ich würde halt gerne irgendwann mal meine Ruhe haben und nicht für einen scheiß Liga. Ich bin ehrlich, Liga-Kämpfe echt inzwischen nur noch für mich so, ich weiß nicht, also Upload Draft League. Kann es sein, dass der nicht. War der nicht davor auf Level 40? Okay. Wenn mein Minus Bedef plus Attack Wesen. Weiß ich jetzt nicht, wie geil das ist. Aber Schwebe ist cool. Auf jeden Fall muss ich halt einmal sagen, das ist. Also, Upload Ligen sind einfach nicht mehr meins, muss ich sagen. Upload Ligen. Ich weiß nicht. Das kostet mich so viel Zeit und raubt mir so viele Nerven. Es ist einfach. Das hat mir jetzt auch wieder diese Liga gezeigt. So, ich hatte am Anfang mega Bock. Ich habe mich mega gefreut, mich zu preppen. Aber seit Spieltag 1 ist es ein Stress ohne Ende, weil ich mich so lange drauf vorbereite und so. Also ja, es ist einfach schwierig. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wie früh gehst du ins Bett, wenn 21 Uhr zu spät ist? Naja, Tarnflamme, ich erzähle dir jetzt ein krasses Geheimnis, aber erstens, ich habe eine Freundin, die halt circa 22 Uhr meistens pennt. Zweitens, wenn ich um 21 Uhr anfange zu kämpfen, geht der Kampf ja meistens mindestens bis 21.30 Uhr. Und ich fände es echt cool, wenn ich so die letzten 2 Stunden von meinem Tag mal nichts mit Arbeit zu tun habe. Das heißt, nichts mit YouTube, nichts mit Streamen, nichts mit irgendeiner anderen Arbeit. Einfach nichts machen. Das wäre echt cool. So. Was für Pokémon hatte sie denn jetzt? Wir wissen, Sylveon kommt. Sylveon haben wir im Kopf. Sylveon ist ein Problem, stelle ich gerade fest. Boah, Sylveon ist echt ein Problem. Also wir haben Voluminas. Punkt. Aussagesatz. Und Crobat, I guess. Aber Crobat ist nicht so geil, weil der speziell angreift. Smetbo hat sie, das stimmt. Smetbo ist Wassereis. Das heißt, Kampf ist sehr effektiv. Pflanze, Elektro. Und Wasser resistiert das. Weil dann ist ja eigentlich wieder Azumarill ein sehr guter Smetbo-Check. Ja, der Elevoltik. Elevoltik hätte ich nämlich auch im Kopf. Hätten wir den für Elevoltik. Piondragi ist doch auch gut gegen Filinara geht. Der wechselt nicht wirklich in eine Schallwelle rein. Wobei, Glurak würde in die Schallwelle kommen, ne? Also Glurak wäre noch eine Option. Ist es wirklich Traumagie gewesen? Ich glaube sogar ja, ne? Jetzt wo ihr das sagt. Die Frage ist, was wirft man denn Fee-Geist rein? Nichts, was in meinem Squad ist, glaube ich. Also nichts, was ich jetzt groß da hätte, wäre richtig gut dagegen. Also warte, das heißt, wir haben Traumagil, Elevoltik, Felinara, Smetbo, Pelipper, oder? Pelipper müsste doch noch dabei sein.
Das heißt, eigentlich bräuchten wir ein Elektro-Pokémon. Beziehungsweise etwas, was ich in Pelipper reinwerfen kann. Was vielleicht alles resistiert, aber das habe ich nicht. Ich glaube, im Wasserflug was eine Typenkombi reinzuwerfen, auch schwierig. Mein Problem ist, dass ich Felinara irgendwie bisher nur speziell angreife. Giftgeist will man aber auch kein Uepyon reinschmeißen. Wie Giftgeist, hä? Das ist doch Feegeist. Habe ich Giftgeist gesagt? I mean, Drapion kommt, glaube ich, mit. Ich glaube, dafür ist der zu wertvoll. Crobat weiß ich nicht. Der macht mir zu wenig Damage. Ich überlege halt gerade, wen ich für. Brauchen wir Ursaring? Bringt mir Ursaring was außer Prius und Bedroha? Prius und Bedroha eigentlich schon Argument für sich. Bringt mir Vulnona was? Nicht wirklich. Boah. Also Illawoitek ist damit abgedeckt. Felinara ist mit dem mehr oder weniger abgedeckt. Das Metbo haben wir hier. Hatte Felinara im Lead. Woitek, Pelipper, Magius und Vulnona. Du hattest Lilminip. Das heißt, da ist Metbo. Aber dann kann es auch sein, dass das nicht ein Pelipper ist, ne? Das war ein Einzelbattler, bin ich mir sehr sicher. Das heißt, wir wollen mit dem hier leaden. Warte, mit Magius check ich ja mit einem Snorlax, welches im Endeffekt eigentlich halt Knirscher drauf hätte, ne? Dann würde ich den damit checken. Beziehungsweise Pelipper könnten wir auch damit checken. Das kann ich hier entscheiden. Miss Magius könnten wir eigentlich auch mit dem Bären, glaube ich, checken. Wobei wir wahrscheinlich was im Mondgewalt reinwerfen müssen. Also wir können Voluminas, glaube ich, wirklich mitnehmen. Ich glaube, der hat durchaus Value. Weil wir können dann das mit Miss Magius paaren. Und dann können wir den mit Flash Cannon oder so angreifen. Irgendwie hat mich beides nicht so wirklich überzeugt, muss ich gestehen. Dieses scheiß Pelipper nervt mich halt auch noch, ne? Weil ich nicht weiß, wie ich gegen Pelipper antreten soll. Also wen ich in Pelipper reinwerfen will. Ja, klar, dadurch, dass sie einen anderen Starter hat, kann was anderes reinkommen. Das frage ich mich gerade auch, ob sie Malvin Frohwinkel hatte. Nee, ich glaube, der ist es nicht. Haben wir irgendwie noch gute Prios? Weil Elektros will ich ungern mitnehmen. Tarnflamme, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Ein Freeze-Dry-Mon wäre auch sehr geil. Ich meine, wir können unser eigenes Miss Magius mitnehmen. So ist jetzt nicht. Aber dass wir halt kein schnelles Elektro-Pokémon haben, ist nervig. Glurak, wie gesagt, wäre halt noch eine Option. Für Felinara, aber wenn ich sage, ich gehe mit Drapion in den Lead, dann passt es auch. Könnte man sogar über einen D-Dance nachdenken, einen SD, aber ich glaube eher nicht. Das Magi ist mit Scarf, ich habe keinen Scarf leider. Regnet es eigentlich gerade draußen noch? Das wäre, glaube ich, auch eine gute Frage. Es regnet sogar noch. Okay, das müssen wir mit einkalkulieren, dass Regen aktiv ist. Im Endeffekt Ward Yugong Smetbo. Das stimmt. Deshalb über Yugong denke ich auch schon nach. Pelipper weiß ich nicht, weil der Orkan schon viel Damage machen kann. Aber da hätten wir dann eben Relaxo für. Das heißt, eigentlich ist momentan nur das Fragezeichen. Im Spiel draußen oder bei dir im Spiel? Eigentlich ist nur Ursaring die Frage, ob man den mitnehmen will. Eventuell mit Erholung. Ach, stimmt, wir haben Erholung, Hydration. Stimmt, nee, der ist ja ein Banger. Und Kingdra hätte Wassertempo. Deshalb, da habe ich auch schon überlegt, ob wir mit dem was reißen können. Aber ich sehe jetzt nicht gegen wen. Wir sollten maybe auch nochmal eine Absicherung für Illawoitek mitnehmen, falls Gra weil wenn Gray Tusk den nicht handelt, dann ist Illawoitek ein großes Problem, merke ich gerade. Das ist Illawoitek sogar ein Riesenproblem. Oh, müssen wir Zapplarang reinholen?
Aber der macht eigentlich auch nichts gegen Ilevoitek, ne? Der ändert eigentlich nicht wirklich was. Wir könnten Golem mit der Robustheit reinnehmen. Der ist jetzt nicht per se gegen irgendwas, was wir genannt. Also der immunisiert halt nochmal eine Elektroattacke. Das wäre ganz nett. Ha, es ist sehr schwierig. Schnurgas sehe ich auch nicht. Okay, sie wird ziemlich sicher Pelipper haben. Ich habe ein bisschen Angst. Golem Lead für Rocks. Boah, nee, ich glaube. Ha. Gegen Sylveon. Sehe ich mich nicht, um ehrlich zu sein. Auch die Rocks sind es nicht wert. Ich will eigentlich auch nicht zurücklaufen, falls ich wieder. Also, ich will nicht doof in den Trainer oder so laufen. Dann nehmen wir einfach Ursaring noch mit. Ja, das kann ich verstehen halt, Mann. I see das. Der soll ja auch aus irgendwelchen Gründen gut sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob Superpower Contrarious ist. Silvoltek Elektrokampf, weil Traumagil. Stimmt, der ist Elektrokampf. Ja, dann ist Traumagil. Stimmt. Rocks sind gut für Smetbo und Pelipper, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Pokémon nur für Rocks, weil dann nehme ich den nur dafür mit. Weil Schallwelle wird mich two-shotten. Ich glaube, ich wurde gerade überzeugt, nochmal mit Miss Magius eine Absicherung für Ilevoitek zu haben mit der Mondgewalt. Das finde ich eigentlich sehr gut. Ich denke, das ist der Squad. Ich glaube, ja. Jetzt haben wir sogar noch Überreste übrig. Können wir, glaube ich, sogar ihm hier geben. Und dann leveln wir Fuabi hoch. Ja. Ich glaube, das ist unser Squad. Ich glaube, ich bin damit zufrieden. Also ich hoffe, dass das kein Fehler ist. Das ist die Sache. Ich merke gerade, Aurora-Schrei werden wir nicht brauchen. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir Zugabe... Ich glaube, Zugabe haben wir beim letzten Mal sogar benutzt. Ich weiß aber nicht mehr, für was. Für irgendwas haben wir Zugabe benutzt, das weiß ich noch. Aber wie oder warum? Gar keine Ahnung mehr. Wasserdüse nehmen wir einfach mal mit. Einfach nur Prio-Attacken angreifen, da sehe ich mich. Lake. Nee. Nee. So, damit haben wir einen Yugong. Frostfallwind, das möchte ich ihm beibringen. Yes. Weil das eine gute, starke Attacke ist. Oh, ich wünschte jetzt... Jetzt gerade wünsche ich mir einen anderen Starter, weil... Hast du ein Wetter gegebenenfalls nicht dabei? Nein. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich, wo ich irgendwas Wettermäßiges gut mitbringen kann, um ehrlich zu sein. Taucher. Taucher wäre interessant. Aus dem Grund, dass wir ja auch Überreste haben. Aber das kann ich ihm dann wieder gar nicht verlernen. Das finde ich auch kacke. So. Weil ich glaube, wir müssen alles auf 49 schallern, bin ich ehrlich zu euch. Ich glaube, da komme ich nicht dran rum, weil sie war, glaube ich, auch immens hochgelevelt. Und ich will einfach über sie drüber kommen. Das ist mir gerade das Wichtigste. In der Wüste, ja, die Themen Sandsturm hätten wir, aber... Ich weiß nicht, ich seh mich jetzt eher nicht so beim Sandsturm, weil damit mache ich ja meinem eigenen Pokémon auch Schaden. Lohnt sich Eisstrahl oder Frostfallwind mehr? Ich glaube, das war ja speziell, ne? Ja, okay. Brauchen wir sonst irgendwas auf unseren Mons? Felsgrab... Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn Great Tusk einen Move hätte, der das Miss Magius touchen kann. Ja, ich glaube, das ist es halt schon. Ich glaube, das ist halt schon alles, was wir jetzt noch groß vorbereiten können. Boah, ich habe echt Respekt vor diesem Kampf jetzt, ne? Ich habe richtig viel Schiss und Respekt. So, du kriegst dein Schlauglas. Dann will ich einmal speichern. Und dann können wir eine Wette machen. Ja, das stimmt. Dadurch würde der abgeschwächt werden. Da hast du einen Punkt. Dann, wo ist denn... Dann bringe ich zumindest... Aber ich weiß nicht, in welcher Runde ich wirklich den Sandsturm potenziell rauskriegen soll. Weil ich kann halt jetzt hier Protzer wegmachen, weil ansonsten lernt das niemand. Aber da hast du tatsächlich den Punkt. Aber ich weiß nicht, ob ich zu der Situation kommen werde, dass das greift.
Ah, stimmt. Mein Relaxo kann auch gerade Dings nicht touchen. Aber ich will eigentlich nicht zurücklaufen, ne? Das ist das Problem. Wir könnten ihm Katapult beibringen. Oder Felsgrab. Felsgrab wäre sogar actually okay. Dann könnten wir den touchen. Vor allem Felsgrab ist sogar gar nicht. Nee, nicht du. Felsgrab ist eigentlich sogar recht gut, fällt mir gerade auf. Weil Init-Drop geile. Und das macht nicht so wenig Schaden und so. Doch, das passt. Ja, das klingt nach mir, Python, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich muss halt die Situation finden, in der ich das drücken kann, ne? Das ist halt die Sache. Das muss ja auch passieren. Boah, ich glaube, vor dem Kampf habe ich gerade mehr Schiss als vor dem letzten. Weil vor dem letzten irgendwie, das sah besser aus. Auch gegen Pelipper eben, genau. Also overall ist Facegrab ja viel besser auf dem. So. Ja, dann rein in die Masse, Freunde, ne? Ah, ich habe, weil die Twitch-Log-Sachen habe ich immer noch nicht rausgenommen. Das wäre nicht schlecht, Jimmy. Das wäre nicht schlecht. Ach, Mann. Ah ja. Filenara im Lied, also, Freunde. Das ist mein Lieblings-Filenara im Lied. Oh, hätte ich das gewusst, wir hätten so easy. Ich hoffe jetzt sehr. Ich hoffe jetzt echt sehr, dass. Ich schwöre bei Gott, ne? Ich schwöre bei Gott, bitte. Bitte drück jetzt nicht die Kampfattacke. Bitte drück einfach die Elektroattacke. Das ist die Kampfattacke. Ja, das ist halt so viel Damage. Halleluja. Das wird nichts mit Sandsturm. Ich muss hoffen, dass ich den Icy Beards lebe, ne? Okay. Okay, es ist kein Freeze. Damit ist der weg. Oh mein Gott. Ist okay, Python. Ich mach kein Auge. Anscheinend ist das immer random. Ich bin begeistert. Nicht. So, wer kommt jetzt? Na, ja, da kommt schon dieses Arschloch. Dieser dumme Scheißer. Frage ist, benutzen wir jetzt Snorlax oder Felix? Also, Felix wäre von der Seite geiler. Ich glaube, ich finde Felix fast. Warte mal, wie ist denn der Bulk-Unterschied? 101 zu 157. Ja, das wird schon. Ja, nevermind, das ist ein Riesenunterschied. Aber Felix würde den Spezialangreifen, was eigentlich auch gut wäre. Wer kommt nochmal hier nach? Sylveon kommt noch, Smetbo kommt noch, Miss Magius kommt noch. Ja, dann probieren wir es mit Felix. Warte mal. Heilt Hydration nicht auch Verwirrungen weg? Weil dann ist das ja optimal, oder nicht? Okay. Kann ich nicht seine AP so mehr oder weniger wegstallen? Okay. Ich weiß zwar nicht, warum er sich jetzt für Eisstrahl hier entscheidet, aber soll er machen? Damit ist auf jeden Fall Yugong wieder fit. Ich kann den halt nicht encoren, ist mein Problem, ne? Weil wüsste ich jetzt, dass er Eisstrahl durchspammt, dann würde ich natürlich Encore drücken. Hätte ich jetzt nur Encore gedrückt? Er geht auf Rückenwind, ich pack's nicht. Du dummes Stück Scheiße. Boah, das ist richtig guter Damage. Ich probiere jetzt die Zugabe. Ich hasse es. Ich hasse es! Ach Mann! Warum? Warum muss ich so viel Pech haben? Es ist so zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Warum muss ich. Es ist. Ach, ich hasse es. Ich will halt auch keinen Rückenwind da haben, um ehrlich zu sein. Ja, also unironisch, ich finde es wirklich gut, dass wir Rückenwind wegstallen. Ich glaube, der sollte jetzt auch nach der Runde weg sein, Frostfallwind. Wird das jetzt nicht von Hydration weg? Es wird nicht von Hydration weggemacht. Ich hasse es. Es ist einfach. Es ist so lächerlich. Es ist halt so freaking lächerlich. Mann. Und die Zugabe endet auch nicht, dass er irgendwas Dummes machen kann. Nee, anscheinend wird es gar nicht weggemacht. Oh, wir sind nicht mehr verwirrt. Kuss. Okay, Pelipper ist weg. Ich habe jetzt nicht nochmal gerestet. Wir hätten nochmal resten können, I guess.
Aber ich bin trotzdem fein damit, bevor der mich wieder mit Orkan verwirrt und Hydration das offenkundig nicht wegmacht. So, und jetzt hoffe ich, dadurch, dass das Random Move ist, dass hier ein Donnerblitz oder ein Shadow Ball kommt. Und wir jetzt mit Snorlax ein bisschen Face Grab drücken werden. Ich hoffe, der hat keinen ersten Plot, dann haben wir ein Problem. Spukball optimal. Face Grab. Call meint, ach du heilige Kacke. Ich meine, dadurch, dass wir dem den Init Drop verpassen, verlieren wir auf jeden Fall nicht gegen den. Also wir, durch diese Speed Control, die wir damit machen, das ist so wenig Damage, sollten wir trotzdem auf der okayischen Seite sein. Zur Not muss Yugong leider dran glauben. Auch wenn Yugong geil wäre für die nächste Arena, muss ich sagen. Und dann revengen wir den mit Drapion, was ich an und für sich auch nicht schlecht finde. Wie viel macht die Mondgewalt? Da bin ich jetzt gespannt. Er ist halt plus 2 Damage, ne? 100 KP. Das heißt mit einem Crit 150. Eigentlich muss ich jetzt wechseln. Eigentlich muss ich wechseln. Aber irgendwie will ich auch nicht. Irgendwie will ich auch nicht. Fordere ich es jetzt heraus? Nee, Rest ist ja jetzt niemals der Play. Der hat mir doch 100 KP abgezogen. Warum soll ich resten? Nur damit ich dann eine 2/3-Chance habe, dass nichts passiert. Ich hoffe jetzt, dass Face Grab den killt. Bitte kill! Es war Wolf! Nee, wieso sollte das Madbot zu einem Problem werden? Dafür habe ich doch meine Zoomerill eingepackt. Hä? Hä? Absoluter Ehrenmann-Move, ja. Bugbuzz, das sollte okay sein. Ist ja auch resistet. Das ist kein Step-Move von dem Viech. So, jetzt will ich erstmal seine Multischuppe brechen. Falterreigen. Oh, jetzt geht's los. Uiuiuiuiui, beruhigen Sie sich, Mr. Smetro. Ja, Kraftkoloss wird den auf jeden Fall danach töten. Eistrahl. Oh! Was? Oh no. Aber Wasserdüse killt den, glaube ich. Weil wir haben Regen. Wir haben Regen. Wasserdüse killt den. So sieht es nämlich aus, Freunde. So sieht es nämlich aus. Ramboss. Sagt der strategische Wechsel auf Ramboss, falls wir irgendwie mit Snorlax irgendwas noch gegen Sylveon machen müssen, was nicht passieren wird, weil wir eh langsamer sind. So, und jetzt müssen wir eigentlich beten. Boah. Jetzt ist halt das Problem, ich weiß nicht, wie gut ich Drapion da reinwerfen kann, um ehrlich zu sein. Ich muss es probieren. Ich muss es probieren. Ich hoffe, dass der 2 lebt. Wir haben Black Sludge. Okay, nevermind, der war Specs. Naja, jetzt müssen wir Drapion opfern, weil ich brauche den Giftzahn-Damage. Das ist sehr viel weniger Damage, als ich erwartet habe. Ja, Multischuppe, das stimmt. Dafür wären Rocks nicht schlecht gewesen. Aber ich frage mich, wen hätte ich denn jetzt aus dem Kampf nicht mitnehmen sollen? Das ist so meine Frage. Boah, ich bin mir gar nicht sicher, ob Miss Magius den jetzt rausnimmt, ne? Aber muss. Muss halt. Oder Special Attack Drop. Mondgewalt. Ich meine, wir haben noch Aqua Jet auf Azumarill. Oh mein Gott, das macht so wenig. Und kein Drop. Wir haben eine gute, ich wollte gerade sagen, wir haben eine gute Speedf. Und ich merke gerade, ich habe gesagt, der ist Specs, aber da sind ja Leftovers. Aber wieder lost der Aussage. Sollte aber jetzt killen. Oder? Ja. Ja, leider Drapion verloren, aber ich glaube, wir werden hier nicht Deathless hier durch. Ist sehr schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich hätte anders spielen sollen, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil ich ja keinen Hyper Voice switchen habe.
Ja, wenn ich Yugong abgeworfen hätte, hätte es funktioniert, aber ich wollte ja Yugong keepen für die nächste Arena als Option. Weil der eigentlich dagegen echt cool ist. So, einfach niemanden hier triggern. Perfekt. Ich denke, wir haben ansonsten trotzdem alles richtig gemacht. Es ist nur doof, weil Drapion halt so ein einzigartiges Typing hat, was sehr schwierig zu ersetzen ist. Maybe hätten wir statt Drapion sogar wirklich Voluminas mitnehmen sollen. Ja, aber die Frage ist, hätte Voluminas. Ja, doch mit Donnerwelle und so. Hätte man schon was machen können, I guess. Ja, aber, I mean, wenn Schallwelle so viel macht. Maybe hätten wir. Ja, wir hatten. Das Problem ist, dass Snorlax overloaded war. Und das scheiß Miss Magius checken musste. Ja, ich glaube, sehr viel besser hätten wir es eigentlich gar nicht machen können, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das war schon mit der optimalste Route, die wir eingeschlagen haben. Und man muss sagen, wir sind halt jetzt wieder bei Orden 6, ne? Also von der Seite finde ich das nicht schlecht. Ah, zweimal Yugong und zweimal Snorlax mal wieder im Team. Auch nicht schlecht. Stark, feiern wir. Ah, der Stress, Freunde, der Stress. So. Machen wir hier die Mucke wieder an. So, und dann gibt es jetzt nochmal ein paar Encounter-Lease. Bessere Bilanz als im letzten Run, das stimmt. Das ist, glaube ich, absolut korrekt. Okay, hier ist nichts Neues gewesen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal weiterkommen als beim letzten Mal. Es wäre sehr schön. Nein, ich will nicht, weiß ich nicht, was für eine Kacke die traden wollte. Ganz bestimmt nicht. So, nein. Da. Und da. Und damit haben wir Kraftreserve. Nice. Und hallo Passi. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ja, wahrscheinlich ist Flo gerade nicht da und Jerry hat sich davor, glaube ich, auch verpieselt. Und ist in irgendeinen Kampf oder so gegangen. Ich weiß nicht, was der macht. Also vermutlich ist gerade kein. Doch, Flo ist da. Dann würde er gleich raushauen. So ungeduldig alle, so ungeduldig, der Wahnsinn. Ich wünschte, Rex würde mir einfach schreiben, yo, ich kann um 20 Uhr kämpfen. Es wäre alles so schön, dann wäre es einfach vorbei. Wette? Also du sollst die Wette auflösen. Hat er denn entspannt im Homeoffice? Na dann, das ist doch nice. Ich habe morgen und übermorgen auch Homeoffice. Da freue ich mich schon drauf. Beziehungsweise, ich freue mich mehr oder weniger, weil ich das erstmal irgendwie einteilen muss. Wie ist das Ergebnis? Wir haben ein Pokémon verloren. Ich überlege gerade, ob ich die bekämpfe. Oh mein Gott, stopp! Ich sehe gerade unser Relaxo auf Level 50. Nee. Morgen habe ich Schule und Freitag Urlaub. Boah, das klingt nach einem Traum. Das wäre strong, wär, hätte ich das auch. Das würde ich feiern. Wir haben actually, so wenn ich so drüber gucke, wir haben Zacklarang, genau. Zaplarang, Archeops, Vulnona. Wir haben durchaus, wir haben Dewgong, wir haben echt viel für den nächsten Orden, ne? Ist eigentlich krass. Ich bin ja schockiert. Ich weiß nicht, wen ich gerade reinpacken soll statt Snorlax, weil so wirklich ein gutes Monster das. Warum geht's jetzt nicht weiter? Hä? Okay. Ich bin verwirrt. Da hätte man den Jugendverlust verkraften können. Ja, ich glaube, ich hatte es leider nicht richtig auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben genug für den Orden. Wir hätten Drapion behalten sollen. Einfach auch nur für den Psycho-Orden. Ja, haben wir leider falsch gemacht. Also, wir haben schon ein bisschen was für Psycho. Ich meine, wir haben hier Kramchef, wir haben da Traumwandler, wir haben hier Amaido, der ja auch ein Käfer-Pokémon ist, was. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich vergesse immer wieder, dass das auch so eine Effektivität ist. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Lunastein dabei mit. Du hast ein paar Infos dabei zu Wipke, okay, aber das schauen wir uns gleich erst an. Jetzt machen wir. Weil die vergesse ich sonst wieder, ich kenne mich. So, dann haben wir noch Giftschleim hier. Eulenhelm. Ah, oh, kriegt keiner. Ja, das klingt nach einem Plan mit dem Expertengut auf Vulnona und Eisstrahl spammen. Ich weiß halt gar nicht mehr, was die hatte, ne? Also wirklich gar nicht mehr.
So, ich hoffe, du lernst auch Maybe Genesung. Das wäre auch strong. Psychoshock finde ich schon mal. Ah, du hast schon Psychokinese. Aber Psychoshock ist tendenziell eigentlich immer geil. Wer von euch hat sich eigentlich alles Octopath Traveler 2 gegönnt? Explosion. Nee, das brauchst du erstmal nicht. Ich hoffe eigentlich immer noch auf Genesung. Schade. Normalen Spiels Panzer Eron, ihr Lied. Ja, da wäre wohl Nona ja auffallen. Also, das wäre ja gar kein Stress. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht vorbei, genau. Ich sage dann Bescheid, wenn wir so mehr oder weniger beim. Wenn wir halt beim Teambilden sind, ne? Dann brauchen wir die Infos. Wir packen mal Donphan vor, würde ich sagen. Weil der Robustheit hat. War es nicht, sage ich schon mal, was? War es nicht? Duflor. Ich glaube, wir haben nicht so viele Grass-Types. Boah, das war viel Damage, Halleluja. So viele Grass-Types, deshalb ist es okay. Rocks legen into Vulnona Sweep. Das klingt tendenziell nach einem guten Plan, muss ich gestehen. Das klingt sogar nach einem sehr guten Plan, muss ich gestehen. So, Duflor gefangen. Wunderbar. Gefällt mir, wenn das so fix geht. Aber ich freue mich schon. Ich werde mir Octopath Traveler 2 wahrscheinlich dann kaufen, wenn es im Angebot ist und nur noch so 40, 30 kostet. Ich glaube, bei dem jetzigen Octopath ist das ja auch so. Deshalb werden wir das, denke ich, dann auch so machen. Illinio gönnt sich. Oder werde ich so machen, nicht wir. Und dann fühle ich mich da schon mal besser. Ja, also ich wüsste jetzt gerade nicht, was Alola wohl nun dann nicht outspeedet, um ehrlich zu sein. Diesmal nicht illegal, ja. Ab wann darf man sicheren Spitznamen machen? Sobald das Pokémon erscheint. Ist immer nur eine andere Regel für die Twitch-Log. So, tschüss. Scheiß auf Gift Encounter, die will niemand, die kriegt niemand. Das Einzige, was wir machen, ist Shiny Claws. Sonst gibt's hier nicht. Logoknied. Mega geil. Freut mich. Ja, Pokélink ist gerade nicht auf der Höhe, habe ich das Gefühl. Ich kann mal kurz neu starten. Oh Gott. Ich starte mal kurz neu. Vielleicht rafft er sich nochmal auf. Das wäre ganz nett. Nee, ich weiß nicht. Also Pokélink hat anscheinend keine Lust mehr heute. Der ist auch einfach jetzt zu Ende, glaube ich. Ich habe ihn gerade neu gestartet. Und auch das hat keinen Fix gebracht. Das ist eigentlich eine schlechte Nachricht. So. Ja gut, dann sind wir eigentlich schon beim Plan gegen Wipke, ne? Also von dem her, wir sind schon an dem Punkt angekommen. So, dich packen wir mal raus. Dich packen wir mal raus. Packen wir den schon mal rein. Dich packen wir schon mal raus. Den können wir rein. Golem wollen wir rein. Go ich sagte, Golem wollen wir rein. Neuer Paddy, Pappenheimer. vielen Dank, dass du Percy einen nice Sub schenkst. Ich küsse dein Herz, vielen Dank. So, und damit haben wir, glaube ich, neben Voluminas alles Effektive, was wir hier so. Boah, wir haben echt viele Effektivitäten, ne? Ah, Duflo haben wir noch nicht angeguckt. Wir haben ein mäßiges Wesen. Wow, ein gutes Wesen mal. Ich bin schockiert. Was hatte sie nochmal? Sie hatte Skarmory und Mega-Altaria. Und unser momentaner Plan wäre ja Golem-Lead. Steine werfen. Alola Vulnona reinwechseln. Töten. Dann haben wir noch Archeops, der schneller ist als vieles. Yugong hilft auch nochmal gegen Mega-Altaria. Schwalboss im Lead mit Boomburst mit Mans Ability. Tesla. Wer zum Teufel ist Tesla gewesen? Fiaro, Dragoran, Speedboost, Lefties, Rotom und Altaria. Also Tarnsteine zu 100% brauchen wir. Ja. Fiaro. Fiaro checken wir ja, wenn wir dem seine Fähigkeit abändern. Und ein D-Dancen des Dragoran. Da haben wir ja hier Eisstrahl auch auf Lunastein. Ich glaube, Lunastein ist actually auch echt gut in dem Kampf. Sehe ich gerade. Also er fängt wirklich viel ab. Das Speed Boost. Also, ich sehe gerade noch nicht so wirklich den Wert von Archeops, um ehrlich zu sein, weil alles irgendwie den ansonsten outspeedet. Und Mega-Altaria ist halt dann freaking Mega-Altaria. Ich überlege, ob wir Giflor mitnehmen für Mega-Altaria. Glaubt ihr, Giflor ist es für Mega-Altaria? Ja, Rox ist gegen. Freunde, das ist ein Mono-Flying-Team. Rox ist gegen alles gut. Es ist scheißegal, wen ihr jetzt aufzählt an der Stelle. Das ist immer eine gute Sache. Nimm doch Voluminas. Glaubt ihr, Voluminas ist es? Deiht er nicht einfach an EQ?
Der kann auch EQ. Kann der keine Flugattacke? Ich glaube nicht. Der hat kein Levitate, der hat Magnetfalle, hä? Hä? In welchem Traum lebt ihr denn? So, und was machen wir, wenn Mega Altaria zu setupen beginnt? Ich überlege sogar, ob wir Azumarill mitnehmen. Weil eigentlich die Wasserdüse cool ist und der Knuddler auch gegen das Dings nice sein kann. Ah, Resladero ist auch noch da. Ja, Resladero ist ein Problem. Wobei, nee, Resladero handle ich doch dann mit Crobat, I guess, ne? Oder halt Azumarill. Kann man Ballon irgendwo kaufen? Boah, ich hätte den Ballon bisher noch nie gesehen. Wir machen die Arena noch, ja. Nicht? Ich erinnere mich nicht daran, dass wir den Ballon schon mal jemals gekauft hätten. Pelipper wäre an und für sich eigentlich auch nicht schlecht gegen Lucha. Ich meine, das Ding ist ja, wir werden ja mit Golem leaden. So, das ist ja erstmal Fuck. Dann machen wir Rocks. Dann schicken wir Zaplarang rein, drücken Vote Switch, um Vulnona reinzubekommen. Aber was ist, wenn sie auch Rocks rauslegt mit ihrem Skarmory, fällt mir gerade auf. Das ist ja auch Kacke dann für mein... Das ist richtig Kacke für mein Team, ne? Und das Skarmory hat sicher Robustheit. Wir können leider den Speed... Ich glaube, Vulnona lernt leider keine Agilität. Dann doch Spin-Off-Task. Oh. Ja doch, das wäre eine Möglichkeit. Dass man sagt, man legt Rocks? Welches Skarmory? Ach stimmt, es gibt ja gar kein Skarmory, ich dödel. Da ist doch Swallow im Lead. Vergesst alles, ich nehme alles zurück. Da ist gar kein Skarmory. Stimmt. Brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht. Bin doof. Okay, das heißt, wir leaden mit Golem, drücken Rocks und killen dann im besten Fall das Schwalboss. Nach Schwalboss muss ja dann eigentlich Hawlucha kommen. In Hawlucha werfen wir Crobat rein, weil dann die Kampfattacke kommen müsste. Und wir können dann mit Luftschnitt angreifen. Sollte der sich setupen, haben wir auch noch Dunkelnebel in der Bag. Also von dem her eigentlich ist ja Crobat mega geil. So. Danach in Crobat wird... Ich habe keine Ahnung, wer reingeschickt. Glaubt ihr, der lebt keine Boomburst zwei Stück? Dann kaufen wir uns eine Zitro... Wir kaufen uns eine Zitrobeere, Freunde. Wir kaufen uns eine Zitrobeere. Ich glaube, man kann sich Zitrobeeren kaufen. Wir kaufen uns eine Zitrobeere für den. So. Fiaro schicken wir oder Lunastein rein, würde ich schon fast sagen auch. Gegen Dragoran können wir mit dem drin bleiben oder auch mit Yugong dann agieren. Speedboost Lefties Rotom ist ein bisschen ein Problem. Da müssen wir mit Electros arbeiten oder mit... Ja. Puh. Snorlax, maybe. Maybe für das Ding Snorlax mitnehmen? Es ist so weird, aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich nicht Zaplarang mitnehmen werde. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Irgendwie, Vulnona ist gar nicht so geil, muss ich sagen, für die Arena. Weil viel zu viel Vulnona outspeedet. Ja, Boomburst war eine Flugattacke, das stimmt, du hast absolut recht. Ich glaube, ich nehme den noch mit. Ich glaube, beziehungsweise, nee, ich will Relaxo mitnehmen. Für... Wie heißt er? Der spezielle Bursche da. Für Rotom Fan. Weil dann haben wir, also quasi, wir haben ihn hier für Swallow. Dragoran oder Fiaro, Dragoran oder Fiaro, Hawlucha. Wen übersehe ich gerade? Snorlax für Rotom Fan. Ah, ja, den brauche ich eigentlich auch für Mega Altaria. Rambos wäre auch gut gegen Mega Altaria, das stimmt. Ich glaube, dabei bleiben wir sogar. Wen übersehe ich jetzt? Ich glaube, niemanden, ne? Schwalboss? Hawlucha, Fiaro, Dragoran, Rotom, Mega Altaria. Ja, das ist, glaube ich, das ist der beste Squad, den wir aufstellen können. Würde ich jetzt sagen. Oder? Oder sieht noch irgendjemand was, was wir eher mitnehmen sollten? Ich sehe, um ehrlich zu sein, nichts. Für mich wäre das der Squad.
glaube, die Moves müssen eigentlich bei den meisten auch gar nicht geändert werden. Lieber Body Slam verlernt. Was? Ah, wegen Mega Altaria? Nein. Weil Relaxo kann sein, dass wir den für Rotom Fan, dass wir den benutzen wollen. Da ist ja Stärke nice. Vor allem der Attack Boost kann schon sehr nützlich sein. Ihr überlegt jetzt wegen dem Init Drop, ne? Aber guck mal, meine Pokémon sind alle so scheiße langsam, dass mir das, glaube ich, am Ende des Tages gar nichts bringt. Also ich glaube, ich greife lieber das Rotom mit einem Bumm starke Stärke an und schalle auch einfach nur Altaria Dings entgegen als irgendwas anderes. Ich glaube, das passt. Und Stärke bekommen wir gar nicht weg, stimmt. Ja, ich glaube, das ist das Wort. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich hasse es, dass ihr das im Pokelink gerade nicht sehen könnt, aber ich kann leider nichts machen. Weil Pokelink gerade einfach wieder... ich bin Pokelink. Ich mache einfach gar nichts mehr. Weil ich sehe hier, dass sogar, wenn ich schließe, die richtigen 6 Pokémon angezeigt werden. Ah ja, jetzt werden mir gar keine Pokémon mehr hier abgebildet. Wobei es könnte auch sein, dass der Link das Problem ist. Wartet mal kurz. Maybe kann ich euch Pokelink doch nochmal retten. Schauen wir mal. Aha. Oh. Das sollte nicht der Sprite sein. Moment. Ah, jetzt hat er den wieder verändert. Mega geil. Schauen wir mal. Wir kriegen das gefixt, Freunde. Wir kriegen das hier noch gefixt. Boah, Pokelink laggt so sehr. Es ist der Wahnsinn. Halleluja. Boah, jetzt habe ich... Habe ich jetzt... Was? Boah, warum ist Pokelink teilweise so ein dummes Programm? Es ist der Wahnsinn. Toxin auf dem Mund. Na, ich wüsste jetzt nicht wofür, um ehrlich zu sein. Nee, ich glaube... Ich finde eigentlich... das Ding schon sehr nützlich ist, auch gegen Mega Altaria, der Beulenhelm. Alter, wenn Pokelink halt jetzt nicht solche Faxen machen würde, ne? Das wäre so schön. So, ich hoffe, es ist jetzt funktioniert. Guckt das an, es hat funktioniert. Mach mal noch keine Wette, weil wer weiß, in was für eine Kacke ich noch reinlaufe. Sie kennen mich. Ich laufe gerne in Kacke rein. Explosion. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mal mit, falls wir das gebrauchen könnten. Du brauchst ein Level noch. Dann entwickelt er sich. Wir haben noch einen Trainer, glaube ich, vor uns, ja. Nein, habe ich B! Ich habe B gedrückt. Ich habe B gedrückt. Ich habe gerade unironisch B gedrückt. Wie scheiße bin ich? Wie kacke kann ein Mensch nur sein? Wie kacke kann ein Mensch nur sein? Ich pack es nicht. Drückt der eiskalt B? Drück ich dummes Stück Scheiße eiskalt B? Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt müssen wir ein paar Attacken wieder erlernen. Alter, ach mein Gott, diese wilden, dummen Kackviecher hier. Sie gehen mir echt auf die Nerven. Wie kacke kann ein Mensch sein? Downy so, yep. So, hier gab es nämlich, glaube ich, Zitrobeeren zum Kaufen. Nehmen wir uns einmal mal 5 mit, damit wir welche haben. So, und dann hier rüber. Wir düsen und brausen. Oh, wir haben keine Herzschuppen mehr. Es ist aber auch wieder eine Inflation, Freunde. Man hat nichts, alles ist bums teuer. Ist der Wahnsinn. Wir hassen es. Wir hassen es. So. Nee, warum sollte ich eine Chesto holen? Ich will doch gar keine Chesto holen. Ich hab auch noch nie gesagt, dass ich mir eine Chesto holen will. Hä? Wo kommt denn die Chesto jetzt auf einmal her? Boah, dass Facewurf mein bester Move ist, finde ich auch nicht so geil, muss ich gestehen. Wir gucken mal, hat Sailor Moon zufällig irgendeinen guten Move? Mondgewalt! Ist nett, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das brauche. Der könnte auch explodieren. Sehe ich jetzt auch nichts. Wieso sollte ich den Rest weg auf Snorlax? Hä, hast du den Sleep Talk nicht gesehen? Oder warum bist du so erpicht darauf? Ich bin verwirrt. Eissturm, Eissplitter.
Eissturm wäre auch geil, aber ich glaube, wenn, gehe ich immer auf Damage. Aber ich will den Eissplitter noch haben, auf jeden Fall. Ah, okay. Ich dachte mir schon die ganze Zeit so, ja, klar, Chesto, so, um einmal sicher aufzuwachen, verstehe ich. Aber andererseits dachte ich mir auch so, ja, aber, hä? Das ist doch, juckt doch nicht. Ja, Zaplarang muss ich auch noch entwickeln. Der braucht auch noch Attacken, Erlerner. Attacken, vermutlich. Da hinten gab es Steine. Und dann hoffentlich ist der Squad gut genug. Ich glaube, ich bringe sogar Golem. Bringen wir Golem noch Rambos maybe bei? Ich habe sogar einen Donnerstein. Oh mein Gott. Wirtschaften kann ich nicht. Kann ich anscheinend wirklich nicht, Kaiser. So, damit haben wir jetzt noch einen Zaplarang. Auch wichtig. Money Waste minus 2000, Freunde. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Ich brauche bitte einmal Voltwechsel auf dem hier auf jeden Fall. So. Dann hätte ich gerne bitte die Lichtkanone einmal. Die Donnerwelle würde ich durchaus mal behalten. Ja. Der Donnerstein war schon nach Ablaufdatum, so sieht's aus. So, und dann düsen wir rüber. Es tut mir übrigens leid, dass wir gerade so wenig quatschen, aber ich meine, wir müssen halt immer wieder preppen und so. Das ist leider das Ding, wie es gerade einfach läuft. Es geht leider gerade nicht anders. Es tut mir leid. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Hat der noch Discharge oder so? Schutzschild hätte der, okay. Ich wüsste jetzt. Ja, perfekt. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich Schutzschild gerade groß brauchen sollte. Ja, ans Klippen wird nicht so oft gedacht, aber da haben wir schon festgestellt, ne? Klippen ist eine anstrengende Sache. Das ist so, da denken nicht viele dran. Ich würde dir gerne erklären, was Plasmaschau ist, aber ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was dreckiges Plasmaschauer hier macht. Wer bin ich, dass ich das weiß? So, Überreste. Boah, schwierig. Du hast Schlauglas. Schlauglas finde ich nicht schlecht. Ich finde Überreste auf dir nicht verkehrt. Ich merke gerade, dass ich eigentlich gar keinen Rest auf meinem Yugong spielen will. Habe ich sonst irgendwas Nützliches für Yugong? Eigentlich nicht wirklich, ne? Ja, dann ist maybe Rest trotzdem das Beste, was ich machen kann. Giftschleim kriegst du. Beulenhelm kriegst du. Und Zaplarang kriegt man nochmal das Schlauglas. Du kriegst dabei das Muskelband und das ändern wir dann später um. Fähigkeit wechseln. Auf wen wollte ich die Fähigkeit noch wechseln? Robustheit, Schwebe, Schwebe. Hydra. Ah, auf dir wollte ich sie noch wechseln, stimmt. Ich weiß zwar gar nicht mehr, für welche Attacke genau, aber Speckschicht ist auf jeden Fall besser. So. Ah, für das Fiaro, klar. Logisch. Logico. So, da hinten ist noch eine Therme. Ich habe keine Ahnung, was. Strauchler, okay. Nee, Plasma Fäust ist die Signature-Attacke von Dingsbums. Hätte ich den skippen können? Ich glaube, den hätte ich nicht skippen können, ne? Hat zumindest nicht danach gewirkt. Natürlich hat der Kerl. Wow. Beruhigen Sie sich. Das war gerade ein bisschen sehr viel Damage, muss ich gestehen. Der playt mich. Er spielt mich einfach, als wäre ich gar kein Gegner. Okay, schon mal dreimal Felswurf. Diese dreimal merkst du dir bitte, Stone, weil die werden wir wahrscheinlich auch gegen Schwalbos brauchen. So, dich einmal hochheilen, dich einmal hochheilen. Ich glaube, an ihr kann ich vorbei. Ich hasse mich. Ja, damit dürfen wir den Plan schon mal überdenken. Das killt einfach. Ja, wir hätten hier nicht speeden sollen. Das war auch ein Fehler. Aber ich sag ehrlich, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass hier ein Move kommt, der mich one-shottet, um ehrlich zu sein. Damit habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht gerechnet, dass mich der Scheiß einfach umnietet. Ja, gut, damit haben wir eine Dragoran-Fiaro-Antwort weniger. Super. Och Mann, das ist ja. Das war jetzt dumm. Also was heißt dumm?
Ich habe sogar extra überlegt, hat Dodri was? Und ich habe halt an Flug, Normal und Fighting Moves gedacht. Was passiert? Lunastein wurde gerade weggehauen. I mean, vielleicht ist das auch einfach nur das Zeichen, dass es Lunastein auch einfach nicht ist. Das heißt, wir brauchen nochmal was für Dragoran. Schrägstrich Fiaro. Nee, ich tendiere momentan zu Probopass. Oder sogar Ursaring einfach so wegen Bedroher. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Eigentlich checkt der ja auch Fiaro ganz gut. So mit Knirscher und Tiefschlag. Ah, ich habe die Versuche hochgeschraubt. Sorry, ich wollte die Tode hochschrauben. Ups. I'm sorry. Ah, ist es der eher? Weil Archeops wechselt nicht wirklich in die gut rein. Ja, und der Fakeout war eigentlich auch geil. Komm, wir nehmen Ursaring. Ursaring war eigentlich bisher immer ein Good Boy. Habe ich jetzt 109? Ja, wir sind bei 109 Versuchen, Freunde. Easy. Haben wir schon ein bisschen. Ist ja quasi wie Pokémon Challenges Emerald Kaizo hier. Quasi genau dasselbe. So, wo ist mein. Wobei, wir nehmen mal Sägegesang drauf. Pokémedizin. Auf den da. Boah, ist das nervig. Aber das finde ich jetzt gerade ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich meine, also Arian ist immer noch super gut. Ne, da möchte. Also Ursaring ist immer noch sehr gutes Mon für diese Arena auch. Den hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch dabei. Bin ich mir recht sicher, dass wir den dabei hatten. Nee, warte so. Nee. Hä? Bin ich doof? Kann ich damit nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, damit kann ich doch den umgehen. Okay, jetzt dürfen wir nicht speeden. Okay, an dem auch vorbei. Ist auch gut. Ist hier noch. Da ist noch einer. Aber warte, ich glaube. Wenn ich nicht dumm bin. Muss ich hier noch irgendwas anders drehen? Nee, eigentlich nicht. Doch. Wie musste ich das hier drehen? Ich glaube, ich muss hier einmal so rum. Weil das muss ja so. Nee, passt ja alles her. Okay. Damit sind wir wieder bei ihr. Okay. Das heißt, wir schallern jetzt noch unsere Rest. Nein. Nein. Nein! Wir haben keine Das gibt es nicht. Wette bitte, ja, es wäre nicht schlecht. Alter, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Oh, ich flippe aus. Warum? Ah, jetzt haben wir zweimal Elektros. Ja, das würde ich wirklich gern nehmen. So, warte, dich haben wir ja besiegt. Ich glaube, dich haben wir ja auch besiegt. Das heißt, du bist mir wurscht. So, und ab dem Punkt haben wir nicht mehr besiegt. Warte, wie bin ich da jetzt nochmal vorbeigekommen? Also, so bin ich da vorbeigekommen. Und ab hier nicht mehr speeden. Boah, ich habe trotzdem so Schiss. Okay. Dem schon mal vorbei. An einem Meer ist schon mal gut. Da war, wie gesagt, nichts. Das musste man so drehen. Das darüber, das dahin. So. Okay. Okay. Huh. Gott sei Dank. Das wäre es jetzt auch nochmal gewesen. Sollen jetzt langsam nochmal alles auf 50 bringen. Kreuzhieb. Nee, ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Stonechan müssen wir auch noch Dings geben. Fällt mir gerade auf. Risikotackle, nee. Nee, das brauchst du nicht. Die Citrobeere. Ich überlege auch gerade, ich glaube, ich packe wegen Mega-Altaria auch auf den noch Dampfwalze. Statt Erdbeben, weil ich einfach keine Lust habe, dass der sich gegen mich innetechnisch setup, dass ich den immer zur Not mit Dunkelnebel von Crobat bearbeiten kann. So. Dann haben wir hier Yugong. Dann muss ich nur noch
Crowbat hochschallern. So. Perfekt. Okay. Auch nichts bei den Leveln verkackt. Dann gucken wir mal. Ich speichere nochmal. Ob unser Plan so funktioniert, wie wir den gerade aufgestellt haben. Boah, also wenn wir das jetzt auch noch heute schaffen, ne? Das wäre ja absoluter Banger. Jetzt haben wir zweimal Elektros oben im Pokelink im Team, aber juckt mich. Juckt mich gar nicht. Juckt mich an der Stelle einfach mal gar nicht. Ey, heute richtig langer Stream, ne? 3 Stunden sind wir jetzt schon unterwegs. Das neue Rekord. Das ist nicht mal mehr die 2,5 Stunden, die wir sonst immer machen. Aber gut, heute habe ich die Zeit und die Bock. Ah, Channel ist nicht live. Danke, Nightbot, für gar nichts. Okay, Schwalbos im Lead. Das ist erstmal okay. Das ist in Kalkulation. Also wir können auch überlegen, ob wir mit Stone-Chan einfach gegen den Boomen, ne? Das ist natürlich auch eine Überlegung. Wenn ich sage, es ist mir zu risky, Facewolf zu drücken. Wie viel macht Überschallknall? Die Zitrobeere, Freunde! Die Zitrobeere! So. Und entweder wir könnten halt jetzt Geowatz opfern und ich überlege sogar. Weil wenn wir jetzt Facewolf missen, haben wir eigentlich ein Riesenproblem. Deshalb glaube ich, explodiere ich hier sogar. Ich glaube, das ist die sicherste Schiene. Und ich glaube, wir gehen auf den strategischen Tod. Selbst wenn ich den treffe, wenn ich zweimal treffe, habe ich eigentlich auch ein Problem. Wir explodieren. Weil das habe ich mir davor auch schon überlegt. Ich glaube, das ist, je nachdem, wie viel der macht, ist das das Sicherste. Zum ersten Mal strategisch boomen, Freunde. Und tschüss. Schwalbos ist weg. So, jetzt haben wir halt nur das einzige Problem, wir wissen nicht genau, was reinkommt. Aber es ist okay, weil wir können eigentlich immer in Electros gehen und mit allem, und wir können Vote switchen. Okay, Drago rankommt. Das finde ich nicht ganz so geil. Aber das ist erstmal noch in Ordnung. Wir gehen auf Voltwechsel. Okay, er geht einfach auf eine Drachenklaue. Das sollte okay sein. Boah, das macht viel Damage. Halleluja. Aber wir haben halt leider nicht so viel Schnelles dabei. Hätte ich jetzt viele Mons, die schnell sind. Also wir könnten mit Arian Fake-Outen und Sucker-Punchen, ist das Ding. Und dann wäre der ja eigentlich weg. Aber ich weiß nicht, ob er das wirklich machen lässt, zulässt. Ich glaube, am Bedroher ist trotz. Ah, wir haben Eissplitter, stimmt. Ja, Eissplitter ist es. Eissplitter, Freunde, habe ich schon wieder vergessen. Ah, ich hasse mich. Ich weiß nicht, ob das killt. Ah, ganz knapp nicht. Oh. Die Dance. Nein! Okay, wir hätten doch nicht Eissplitter drücken sollen. Der hat E-Speed. Nein, das habe ich vergessen! Oh, wir hätten nicht Eissplitter drücken sollen. Oh, ich hoffe, der E-Speedet jetzt nicht nochmal. Weil dann haben wir ein Problem. Okay. Oh, Mann. Da hat sich gelohnt, Jugong aufzuheben. Resoladero, okay. Das heißt, gegen den gehen wir in Crobat. Da kommt ja jetzt tendenziell die Kampfattacke. Boah, das wird jetzt actually schwierig, ne? Damit habe ich nicht gerechnet, dass das passieren wird. Was? Okay, das ist auch ein Problem. Ich kann halt in niemand anderen wechseln, ne? Wir müssen jetzt hier drin bleiben und angreifen. Das ist jetzt nicht passiert! Och. Komm schon! Ja, eigentlich muss jetzt Electrus einleben, sonst war es das. Und ist einfach zu Ende. Wow. Und ich glaube, wir leben den. Nicht. Cool. Ja, ich glaube, das war's. Ist einfach vorbei. Einfach straight up super schnell zu Ende gegangen. Das war's, glaube ich. Das war's einfach mit dem Run. Wir waren so gut vorbereitet, dann einfach nur wegen diesem scheiß Eissplitter-Play. Mann. Ja, ich verstehe schon, warum der Steinkante auch drücken kann. So ist nicht.
Aber ich wusste nicht, dass der Steinkante kann. Och, Mann. Nee, das macht mich jetzt gewaltig sauer. Oh, Mist doch, bitte. Werden den scheiß Eissplitter. Der Eissplitter war's. Das hat so viel Damage auf mein Team gehauen, dass es nicht mehr witzig war. Ja, ich kann noch gucken, ob Relaxo irgendwie ein Biest ist und das im Alleingang hinbekommt. Da ich das auch Lucha weg ist, könnte es funktionieren. Ja, vergiss es. So eine Scheiße. Wegen einem falschen Spielzug. Es war wirklich dieser eine Spielzug. Es war einfach nur dieser dumme Scheiß-Eissplitter. Der hat mich Yugon gekostet. Der hat mich im Endeffekt auch Elektros gekostet. Alles. Ich habe auch gar nicht mehr an Weakness Policy gedacht. Es wäre halt alles nicht passiert. Ach, Mann. Oh. Es lief so gut, wir hatten so viele Mons und wir hatten auch so viele Sachen, so viele Optionen noch. Und unser Team war wirklich gut für die Arena aufgestellt. So klar, das mit Taulucha war auch kacke, aber den hätten wir im Endeffekt gehandelt bekommen. Ich glaube, wir hätten die Arena schon gewonnen. Ne, Vulnona wäre einfach umgekippt. Also Vulnona hätte nichts geändert. Ach man, boah, ich weiß echt nicht, ob wir am Freitag dann das Spiel nochmal streamen. Weil mein Problem ist so, dass es ja der letzte Stream, bevor eine etwas längere Pause ist, das ist dann auch doof. Vielleicht spielen wir einfach nur Mario Kart oder so. Ja, cool. Damit gehe ich jetzt komplett genervt hier raus. Mega geil. Ich raide euch jetzt zu Nestflo, der spielt VGC. Viel Spaß dabei. Oh, so eine Scheiße. Ich bedanke mich trotzdem für den ganzen Support. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem am Freitag. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss, bye bye. Tschüsselü.